Jetzt oberste Geschossdecke dämmen und Förderungen kassieren, so lautet derzeit unser Motto, denn die oberste Geschossdecke spielt für den Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes eine wesentliche Rolle. Denn warme Luft steigt auf und beheizt ungewollt den ungedämmten kalten Dachboden. Das bedeutet, in der obersten Geschossdecke haben wir Wärmeverluste, die von unten von den Wohnräumen herkommen. Und ähnlich wie es bei einem Kochtopf ist, wo man weiß, dass ich ohne Deckel wesentlich mehr Energie verbrauche, geht auch da die Wärme verloren in den Dachboden, wo sie ja ungenutzt nach außen entweicht. Mit einer Dämmung können Sie bis zu 15% der Heizenergie für das gesamte Gebäude einsparen, den Wohnkomfort merklich steigern und die Gefahr der Schimmelbildung reduzieren. Als Materialien wird Polystyrol verwendet, das ist das billigste Material, muss aber dann abgedeckt werden mit einer brandfesten Platte. Das Polystyrol am besten in zwei Schichten, die überkreuzt verlegt werden. Man kann allerdings andere Materialien auch verwenden, zum Beispiel Mineralfaser. Mineralfaser ist von Haus aus nicht brennbar. Da bräuchte ich nicht einmal Abdeckung drauf, wobei das muss man hinterfragen bei den Gemeinden, weil der Brandschutz ist Gemeindesache. Angesichts der relativ geringen Investitionskosten stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke eine der effektivsten Energiesparmaßnahmen dar. Der Einsparungseffekt hängt jedoch wesentlich vom ursprünglichen Deckenzustand, von der Dämmstärke und der Qualität des verwendeten Dämmmaterials ab. Dieses Muster ist eine Systemplatte, das ist in einem Dämmstoff und ein brandbeständiger Belag drauf, der begehbar ist. Am günstigsten macht man das mit zwei verschiedenen Lagen. Das heißt, ich kann das jetzt kombinieren, eine dünnere und eine dickere Lage oder zwei gleich dicke Lagen. Und das kommt dann insgesamt halt auf einen Wert, der eben den Richtlinien dann entspricht. Die Salzburger AG unterstützt mit dem Klimabonus umweltbewusste Energiekunden mit der Umsetzung ihrer Dämmmaßnahme. Die Voraussetzungen für den Klimabonus finden Sie übrigens auch auf unserer Website.